Ein neues Projekt der UEFA, die Nations League, stand an. Der erste Spieltag, Deutschland gegen Frankreich. Der Weltmeister war in der Allianz Arena zu Gast und Deutschland hatte nach dem Vorrundenaus in der WM in Russland einiges wieder gut zu machen. Und das fing hier gegen Frankreich aber im negativen Sinne erstmal an. Was für ein verkorkster Start. 21. Spielminute, Paul Pogba, der den Ball vorgelegt bekommt, bekommt letztendlich zu wenig Druck. Griezmann in die Schnittstelle, Hummels ist zwar dran, aber irgendwie dann doch nicht. Es stand 0:1, bis dahin ging nicht sonderlich viel. Neuer sieht auch nicht glücklich aus. Ein Missverständnis mit Hummels und es stand 0:1. Der Skeptizismus, der diesen Wettbewerb noch so umhüllt, insbesondere auch in Deutschland, musste erstmal noch abgeschüttelt werden. Dann wurde aber die Nationalmannschaft stärker, aus deutscher Sicht positiv. Ilkay Gündoğan hier mit dem Kopfball, stand aber im Abseits. Der Treffer hätte so oder so nicht gezählt. Loris hatte aber auch keine großen Probleme, den Ball abzufangen. Der Weltmeister war aber erstmal besser in Verfassung. Halbe Stunde knapp gespielt, Paul Pogba, Gündoğan erstmal dazwischen, Mbappé, aber Pogba macht's nochmal heiß. Dembélé, Griezmann an den Pfosten, aber dann war es auch Abseits. Letztendlich machte die Anfangsphase und die erste halbe Stunde im Großen und Ganzen wenig Hoffnung auf Erneuerung im Team der deutschen Nationalmannschaft. Man muss da immer mit vorsichtig umgehen, logischerweise, aber Frankreich war hier die klar bessere Mannschaft. Und dann Nico Schulz neu in der Nationalmannschaft dabei, auf der linken Verteidigungsposition mehr oder minder reingerutscht, weil Hector in Köln geblieben ist. Hier hat er Glück, dass sein Fehler nicht bestraft wurde. Aber Deutschland vor der Pause nochmal gefährlicher. Leroy Sané endlich dabei im Nationalteam, dachte sich sicherlich der ein oder andere Zuschauer. Und dann machte Thomas Müller auch das erste Tor. 1:1 in der 42. Spielminute. Der Münchner Stürmer, der jetzt auch im Nationalelf-Trikot wieder auf sich aufmerksam machen möchte, hat er Glück mit dem Tunnel und Loris ist letztendlich chancenlos. Es stand also 1:1 und damit dachte man, ginge es in die Pause. Es kam aber nochmal zu einer gefährlichen Aktion. Lemar und dann der Abschluss von Mandy und Schulz. Sehr unglückliches Debüt. Ist mit der Hand dazwischen. Wenn man sich die Wiederholung anschaut, kann man klar sagen, da gehört die Hand nicht hin. Dementsprechend ging dieser Strafstoß in Ordnung. Und Antoine Griezmann, in der Regel ein sicherer Schütze, er nahm sich der Sache an. Griezmann gegen Manuel Neuer, oben links rein, keine Chance für den Keeper der Münchner Bayern. Also vor der Pause doch noch der Rückstand. Bitter, wo man das gerade erst ausgeglichen hatte, aber es war über die 45 Minuten gesehen absolut verdient. Deutschland stellte sich nicht gut an, hatte sich eben zurückgekämpft und letztendlich doch durch einen tölpelhaften Handelfmeter von Nico Schulz doch wieder das Unentschieden hergeschenkt. Im zweiten Durchgang ging es spannend weiter und torreich. Insbesondere Frankreich machte erstmal wieder gut Stimmung nach vorne. Kylian Mbappé auf Griezmann wieder. Clever rübergelegt. N'Golo Kanté, wieder Griezmann. Der Abschluss aber dann letztendlich doch etwas zu harmlos. Nach 50 Minuten, es hätte locker schon 1:3 oder 1:4 stehen können. Doch Deutschland rund 50 Minuten eben gespielt, wachte dann auch auf. 55. Minute, Kroos legte den Ball auf Außen. Leroy Sané mit dem Ball in die Mitte, Goretzka dazwischen und Reus ist dann irgendwie da und staubt ab. Keine Chance für Loris, es war sehr unglücklich im Großen und Ganzen, wie der Ball den Weg über die Linie fand, aber er war eben drin. Marco Reus, vielleicht die Hoffnung im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Leroy Sané bringt den Ball gut rein. Goretzka mit dem Abschluss. Dann erst noch Mondi dazwischen. Reus stochert aber nach. Ist am schnellsten am Ball und bringt den Ball so über die leere Torlinie. Somit die große Chance für Deutschland. Hier vielleicht sogar doch ein positives Resultat zum Auftakt in die Nations League zu bringen. Und sie machten jetzt weiter. Leroy Sané mit dem Abschluss. Man sieht, dass er kein Rechtsfuß ist. Zu harmlos der Abschluss, nochmal die Möglichkeit und dann Kroos scheitert aber. Ja, hier ist es der angelegte Arm, dementsprechend kein Problem, kein Strafstoß. 20 Minuten vor dem Ende, wieder Deutschland. Sie wurden jetzt wirklich richtig brandgefährlich und Müller hatte Pech.
doppeltes Aluminium und die Situation noch nicht geklärt. Nico Schulz wollte den Elfmeter wieder gut machen und Müller, jetzt muss er es machen. 73. Minute, ein Treffer hatte er ja schon erzielt. Und dass der nicht reingeht, um Himmels Willen. Normalerweise eine der leichtesten Übungen mit seiner Schusstechnik. Aber gut, vielleicht war das wieder zu einfach für ihn. Doch nur wenig später wieder die Möglichkeit. Leroy Sané, über den ging jetzt wirklich viel. Loris und dann wieder Reus, der abstaubte und am schnellsten reagierte. Doppelpack Marco Reus, der Dortmunder, drehte die Partie. 77. Spielminute. Deutschland im zweiten Durchgang stark verbessert. Frankreich wurde jetzt wirklich überrannt. Es war eine wechselhafte Partie und mittlerweile war dieses 3:2 auch nicht mehr ganz unverdient. Und Marco Reus steht einfach da, wo er stehen muss. Startete im Mittelsturm und das zeichnete sich hier aus. Doch Frankreich drehte jetzt wieder auf. Ousmane Dembélé auf Pogba. Neuer aber erstmal da. Kann den Ball nicht festhalten. Klärt zur Ecke. Eine gefährliche Situation. Konnte er aber erstmal bereinigen. Ist im kurzen Eck, muss er auch da sein. Und macht das auch. Aber Frankreich gab sich nicht auf. 5 Minuten vor dem Ende. Wieder Ousmane Dembélé. Umtiti auf Mbappé. Rübergelegt. Und Lemar mit dem Ausgleich. 87. Spielminute. 3:3. Es war eine fantastische Partie mit Toren und noch mehr Toren. Es war unglaublich. Die Superlative gingen einem nahezu aus. Schön rübergelegt, die missglückte Grätsche von Joshua Kimmich. Und Lemar ist da und bleibt eiskalt vor Manuel Neuer. Und es war noch nicht das Ende. Nochmal Frankreich, 93. Minute, Umtiti auch nur noch vorne zu finden. Der Innenverteidiger macht das hier clever, legt den Ball irgendwie an Hummels vorbei. Dembélé und da ist Kylian Mbappé und macht in der Nachspielzeit das 4:3. Frankreich drehte diese Partie also doch noch einmal. Und machte hier damit den Schlusspunkt. 7 Tore zum Auftakt in die UEFA Nations League. Es hätte kaum attraktiver sein können. Mehr Werbung für diesen Wettbewerb geht vermutlich gar nicht. Und trotzdem sehr ernüchternd für Deutschland. Man hatte viele gute Phasen. Und letztendlich steht man doch mit leeren Händen da. Es geht dann noch gegen Holland am zweiten Spieltag. Wenn man ihn denn so nennen möchte. Aber gut. Deutschland verliert zum Auftakt in die UEFA Nations League mit 3:4. Es war eine spektakuläre Partie. Frankreich insbesondere in der ersten Hälfte bärenstark und zum Schluss eben dann die längere Zündschnur gehabt. Frankreich gewinnt zum Auftakt mit 4:3.